Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Weniger Koma-Kids in Berliner Krankenhäusern, 505 Millionen für Berlin und das Wetter, es geht nach oben mit den Temperaturen. Neuer Job? Voxpark bietet nette Kollegen, flexible Arbeitszeiten, einen Top-Stundenlohn, 13 Euro fest und eine prima Arbeitsatmosphäre. Jobs für jedermann. Wir bieten 13 Euro fest. Online bewerben bei voxpark.de. Schnell bewerben bei Voxpark. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Dienstag, den 10. Februar. Die Zahl der Koma-Rauschfälle unter Berliner Kindern und Jugendlichen geht zurück. 2013 wurden insgesamt gut ein Viertel weniger junger Menschen mit akuten Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert als noch ein Jahr zuvor. Das belegen neueste Zahlen des Statistischen Bundesamtes, die am Dienstag veröffentlicht wurden. Demnach sank auch die Zahl der Berliner 10- bis 15-Jährigen, die wegen eines Vollrausch ins Krankenhaus mussten, 2013 um rund ein Drittel von 82 auf 55 Fälle. Bei den Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren gingen sie um gut ein Viertel zurück. Hatten sich 2012 noch 354 Teenager der Altersstufe bewusstlos gesoffen, waren es ein Jahr später noch 265. Besonders deutlich war der Rückgang bei den Mädchen. Genau ein Drittel weniger Krankenhauseinweisungen verzeichnet die Statistik. Genaue Zahlen veröffentlicht. Berlin kann in diesem Jahr exakt 505 Millionen Euro zusätzlich in seine marode Infrastruktur investieren. 438 Millionen Euro stammten aus dem 2014 erwirtschafteten Überschuss und knapp 67 Millionen aus eingeplanten BAföG-Mitteln, die nun der Bund finanziere, sagte Finanzsenator Kollatz Ahn am Dienstag. Er legte dem Senat seine Vorschläge in Abstimmung mit den Senatsverwaltungen vor. Danach sollten ein Viertel, also rund 108 Millionen Euro, in Berlins Krankenhäuser, knapp 60 Millionen Euro in neue U-Bahn-Wagen und 60 Millionen Euro in zwei neue Multifunktionsbäder gesteckt werden. Die Bezirke sollen 52 Millionen Euro für Schulsanierung erhalten. Zahlreiche Straßensperrungen. Am Mittwoch findet im Berliner Dom der Staatsakt für den verstorbenen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker statt. Vom frühen Morgen bis in den frühen Nachmittag kommt es daher rund um den Dom am Mittwoch zu zahlreichen Sperrungen. Nicht nur für Autofahrer, auch Fußgänger werden betroffen sein. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden. Sanierungsprogramm verabschiedet. Mit der Wiedereröffnung des Kombibades Spandau Süd im Januar wurde das 2007 laufende Bädersanierungsprogramm erfolgreich beendet. Der Senat hat am Dienstag den von Innen- und Sportsenator Frank Henkel vorgelegten Jahresbericht 2014 an das Abgeordnetenhaus beschlossen. Insgesamt wurden im Rahmen des Programms Maßnahmen in 46 Bädern und 7 standortübergreifende Maßnahmen durchgeführt. Hervorzuheben sind dabei besonders die denkmalgerechte Sanierung der Schwimmhalle Finkensteinallee sowie die Sanierung der Kombibäder Gropiusstadt und Spandau Süd. Seit 2007 sind rund 58,6 Millionen Euro aus dem Landeshaushalt in die Sanierung der Berliner Bäder investiert worden. Filmwirtschaft im Aufwind. Der deutsche Film ist beliebter denn je. Dies gab Montagnachmittag die Deutsche Filmförderanstalt bekannt. Und Produzenten wie Til Schweiger, Nico Hoffmann und Co. können sich über 32 Millionen Zuschauer freuen, die im vergangenen Jahr in die Kinos strömten, um deutsche Filme zu sehen. Wie wichtig Filmförderung ist und warum das Medienboard dabei eine wichtige Rolle spielt, erfahren Sie in unserem Berlinale-Spezial im Anschluss an diese Sendung. Ja, und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es bedeckt, aber trocken, das Quecksilber fällt auf 3 Grad. Auch am Mittwoch ist es die meiste Zeit dicht bewölkt, gebietsweise kann es auch neblig werden. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit liegt unter 20%. Und der Blick auf die kommenden Tage, allmählich geht es wieder etwas nach oben mit den Werten. Am Donnerstag und am Freitag sind maximal 6, am Samstag sogar bis zu 8 Grad zu erwarten. Und auch die Sonne lässt sich wieder häufiger blicken. Der Donnerstag fällt zwar noch sehr verhangen aus, bleibt aber trocken. In der Nacht zu Freitag klart es dann langsam auf und spätestens ab Samstag darf man sich über bis zu 7 Sonnenstunden freuen. Ja, und das waren sie, die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.